Erwartet ihr irgendeinen Kommentar von mir dazu? Den gibt's nämlich nicht. Ich lasse jetzt 20 Minuten diesen Part nur dieses Bild laufen. Okay, langsam wird's mir auch zu langweilig. Sehe ich ein. Moin Moin, willkommen zurück zu... Ich muss es wegtun, das macht mich ja wahnsinnig. Willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney 2. Ja. Wir haben Oldpack wieder und Powers. Und wir haben gehört, es gibt den Nickel Ninja. Ach, und ich wollte nachgucken, was die Schmelztemperatur von Nickel ist. Na egal. Mach ich ja mal anders. Oldpack. Frau Oldpack. Was machen Sie hier? Also aus Ihrem Job bei den Glaubensstudios geworden. Ach, die alte Stelle. Nun, seit jenem Vorfall wurden ein paar Leute entlassen. Als die Wachmannschaft reduziert wurde, wurde auch ich rausgeschmissen. Welcher Vorfall? Was haben Sie denn... Welcher Vorfall? Maya, du warst dabei. Ich bin sicher, du erinnerst dich noch. Ich habe gar nichts getan, du junges Ding. Erinnerst du dich denn nicht, dieser Vorfall vor einem Jahr? Als diese Dame in den Zeugenstand trat und aussagte? Ja, ich erinnere mich. Ziemlich lebhaft, war anstrengend. Und du, warst du nicht der, der mich, herzensgutes Mädchen so grob behandelte? War ich das? Oh, nee, da musst du mich verwechseln. Ich habe das Recht zu schweigen. Das außerdem auch. Ich glaube, die Führungsetage hat wegen meiner Aussage einen falschen Eindruck von mir. Ja, so muss es gewesen sein. Ist alles deine Schuld. Meine Schuld. Das ist nicht deine Schuld. Nein, nicht schon wieder. Na, meine Entlassung wollte ich zunächst Leibwächterin werden. Sie? Leibwächterin? Für einen Freund, diesen vorherigen gut aussehenden Kerl mit der roten Jacke. Oh Gott, nein! Gott, nein, sie meint Edgy. Edgeworth? Nein, 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 nein! Solches Arrangement wäre mir viel zu lästig. Das sagt er zu mir. Womit habe ich das nur verdient? Warum? Einfach, warum? But why? Was ist hier los? Nun, ist etwas... Oh, sorry. Ist etwas passiert? Ich denke nicht, ich kenne nicht alle Details, aber es sieht so aus, als wäre schon wieder einer dieser Vorfälle passiert. Ich hoffe übrigens, dass diese Stimme durch das Mikro nicht so unendlich laut klingt, weil das, naja, könnte ich nicht nachpegeln. Ein Vorfall? So ein Vorfall wie zum Beispiel ein Mord? Vielleicht, weißt du, ich habe den Teufel in mir. Okay, hol den Exorzisten oder sowas. Wo auch immer ich hingehe, regnet es Blut. Das hast du bestimmt noch nicht gewusst. Es regnet Blut, es regnet. Ich werde das auch nicht mehr los mit den Songs. vielleicht sollten Sie besser nicht mehr als Wachfrau arbeiten. Um der Leute willen. Moment, sie wollte Leibwächterin werden? Ist es Ihre Schuld, dass Edgy tot ist? Na gut, er ist nicht tot, wissen wir schon. Trotzdem. Schnauze, grün Schnabel. Ja. Hey, Nick. Was ist los? Dein teuflisches Lächeln macht mir Sorgen. Lass uns so tun, als würden wir auf Toilette gehen und dann sehen wir uns mal um. Auf keinen Fall. Die Polizei hat uns doch verboten. Pff, als ob du auf die Polizei hören würdest, Phoenix. Trau ich dir echt nicht zu. Und Maya sowieso nicht. Hä? Wie langweilig. Langweilig. Du bist so langweilig. Du bist unmotiviert. Du hast keinen Kampfgeist. Wie, was denn? Bereiten Sie der mystischen Maya wieder Probleme, Herr Nick? Nicht du out of birds. Steck deine kleine Nase bitte nicht hier rein. Ich steck gleich meine Faust irgendwo hin. Pearls, bitte. Ja, gut zu, Pearly. Das ist eine... Mal... Das ist eine... Ich nicht sprechen können. Das eine Mal im Anwaltsferienlager, da hat Nick... Okay, verstehe schon. Lass uns nachsehen. Es gibt ein Anwaltsferienlager. Glaube ich ja nicht.
Ja, ich wusste, dass du nicht Nein sagen kannst, Nick. Das stimmt. Für die mystische Maya würden sie meilenweit über heiße Kohlen laufen, oder, Nick? Du meinst, wie bei jedem Fall, an dem wir zusammenarbeiten? Nun, warten wir noch. Lass uns endlich gehen. Du darfst auch mitkommen, Pearly. Okay, ich schwimme von Oldback, killt doch ein bisschen meinen Hals. Klasse, ich darf mit, ich darf mit. Hi, Oldback. Tschüss, Oldback. Hotel Gatewater, Falschen. The Falschen Saal. Hier gibt's wirklich nichts Außergewöhnliches. Außer gut gedeckten Tischen. Suchen Sie nach dem Etwas, von dem die alte Dame gesprochen hat? Sieht nicht so aus, als wäre es hier passiert. Ansonsten müsste hier eine Leiche liegen. Und eine Menge Blut. Tja, dann sollten wir woanders suchen. Okay, dann versuchen wir es. Entschuldigen Sie bitte. Hoch. Du siehst komisch aus. Sind Sie zufällig Frau Maya Fay? Ja, das bin ich. An der Rezeption ist ein Anruf für Sie. Möchten Sie ein Hähnchen? Wieso hast du ein Hähnchen dabei? Ein Anruf? Und das wohl jemand aus Kurain ist? Was ist denn los, mystische Maya? Dass du sie immer noch mit mystisch ansprichst. Klemm dir das. Ach nichts, ich geh nur kurz mal sehen, wer es ist, okay? Okay. Bitte hier entlang, Frau Fay. Lassen Sie uns woanders hingehen, Herr Nick. Ja, in Ordnung. Machen wir. Das ist etwas aufregend und etwas furchterregend. Ganz ruhig, Pearls. Flur. 20. März, Hotel Gatewater, Flur. Ich habe es dir gesagt. Das steht da. Ich beschaffe den Leuten, was sie wissen wollen, also habe ich ein Recht, es zu erfahren. Was? Was ist hier los? Nee, mir egal, wer du bist, meine Liebe. Wir ermitteln noch, du kannst nicht rein. Was hast du für ein Problem? Das scheint eine Frau zu sein. Du wirst schon sehen, morgen wirst du es in der Zeitung lesen. Geheimer Skandal des Gammelinspektors enthüllt. Ich zahl's dir heim. Okay, Gamschow ist anwesend. Das ist gut. Die beiden scheinen es ernst zu meinen. Diese Stimme kenne ich doch. Gamschow? Oh Gott, nein! Die gibt's auch? Okay, das wusste ich nicht mehr. Ach du Scheiße, die ist auch wieder dabei. Werde ich die denn nie los? Alter! Tag, Lotta. What's up? Das Typ der Mädel den Gefallen und sorgt den Bullen, dass ich recht hab. Und Gamschow. Oh, was ne Kombi. Ach du, Junge. Ach, Gamschow. Hey Junge, helf mir. Sag ihr, dass hier nur die Polizei Zutritt hat. Das ist ein Mordschauplatz, also sollte sie das uns Profis überlassen. Ein Mord? Ach, Mist, ich und mein loses Mundwerk. Siehst du, ich wusste es, ich hab aus dem Bauch herausgewüst. Ich verlasse mich auf meinen Bauch. Er sagt, ich hab jetzt Hunger. Komisch. Er sagte, er ist vermört und jetzt haben wir einen Mord. Hey, Moment mal. Ich nehme an, das ist Lotta. Ein Mord und noch an einem größten Star. Oh Mann, jetzt stecke ich wieder mal ganz schön in der Scheiße. Okay. Jetzt aber auch wieder dabei. Also ich weiß, dass ich noch bis zu der Stelle gespielt habe, dass ich auf jeden Fall erfahren habe, wer tot ist, aber... Lotta war auch wieder da? Also, Inspektor, ein Mord? Nein, keinesfalls. Ich habe nur einen Moment lang die Fakten etwas verdreht. Henning? Ist die tote Person der Nickel-Samurai? Warum fragst du? Nun, die mystische Maya hat für ihn geschwärmt, deswegen. Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz.
Auf ich! Es war nicht der Nickel-Samurai, der hier abgemoxt wurde. Vielmehr wird der Nickel-Samurai des Abmoxens verdächtigt. Gut, damit wissen wir zumindest schon, wie wir verteidigen dürfen, ja? Nett. Der Tote war dieser Held namens Minninja-Junge. Ja, gut. Das, wie gesagt, daran konnte ich mich noch erinnern und alles weitere kann ich immer. Der Minninja. Okay. Lass mich raten, er wurde mit einer roten Gitarre erschlagen. Würde mich eigentlich nicht mal überraschen. Okay. Diese Frau mit der Lockenfrisur, die wie Zuckerwatte aussieht. Du meinst Lotta? Diese Frau, sie war zu jener Zeit auch da, stimmt's? Du meinst den Kurain? Jo, und ich dachte eigentlich, ich wäre sie danach los. Zu jener Zeit. Ich habe immer noch keine Soundsamples dafür besorgt. Als die mystische Maya die Geister beschwor. Ach, zu jener Zeit. Tja, Lotta ist Journalistin, deshalb war sie da. Die ist immer irgendwie da. Journalistin? Sieht aus, als hätte sie sich schon vor dem Mord hier umgetrieben. Mir fällt jetzt auf, das wird echt lustig, wenn ich dann in diesem Fall Oldback und Lotta auf einem Haufen habe. Da wird sich meine Stimme freuen. Umgetrieben? Ja, sie hat vor der Tür von Minninja gewartet, Junge. Aber was wollte sie da? Hat sie mir nicht gesagt, Junge. Nur sowas wie den großen Knüller landen. Was hat die jetzt wieder vor? Okay. Mach's kurz. Wer ist tot? Worum geht's? Also gut, wer ist tot, wissen wir. Was ist passiert? Müssen wir noch genauer machen, ne? Der Minninja war also das Opfer. Herr Minninja? Er war in einer sehr beliebten Konkurrenz-TV-Serie zum Nickel-Samurai. Lass mich raten. Nur weil es Konkurrenz ist, sofort. Ah, der hat ihn umgebracht und so. Wäre irgendwie Phoenix Wright typisch sogar. Ne? Das Opfer war der Actionstar. Juan? Juan Corrida. Keine Ahnung, wie man es aussprechen muss. Er war auf der Überholspur und wurde sofort ein Star. Selbst ich weiß, wer er ist. Ja, sogar ich erkenne sein Gesicht. Ich nicht. Bafuck. Das Gesicht. Aber vor kurzem habe ich gehört, dass Matt Ongard mit dem Wind ihm den Wind aus den Segeln nahm. Junge, ich sage dir, was die Popularität betrifft, stehen beide im Rampenlicht. Das Grinsen von dem Typen sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ist ein bisschen sehr gezwungen. Ich glaube, es gibt für Herrn Powers keinen Platz mehr da oben. Armer Kerl. Herr Ongard, das ist der Nickel-Samurai, oder? Jop, ich meine nein, du musst das mit mehr Nachdruck sagen. Nickel-Samurai! Whatever. Jetzt wo Juan Corrida weg ist, hat Herr Ongard die ganze Bühne für sich allein. Meinen Sie nicht auch? Darauf würde ich nicht wetten, Junge. Das können wir nicht zulassen. Können wir nicht zulassen? Was soll das heißen? Ja, wie gesagt, ich vermute mal eher, dass das schon der Grund, also genau das der Grund sein wird. Ja, die Konkurrenz ist weg, das ist natürlich für den gut, also muss er ihn umgebracht haben. Wäre eine Schlussfolgerung, die für Phoenix Wright gar nicht mal so unüblich wäre. Also von Seiten der Staatsanwaltschaft vor allen Dingen, ne? Okay. Ich gehe einfach mal zurück. Hier ist nichts. Gehen wir in die Lobby. Vielleicht ist Powers wieder da. Nö. Was muss ich tun? Präsentieren. Was passiert, wenn ich dir das Bild von den beiden zeige? Meine Augen sind jetzt nicht, sind jetzt richtige Profis. Profis? Profis wofür? Der Polizeiarbeit, wofür sonst? Meine Augen sind wie ein Habicht. Die Augen sind wie ein Habit, also sind die Augen quasi gefiedert. Moment, was? Und diese Profi-Augen erkennen einen schlimmen Vorfall. Einen schlimmen, blutigen Vorfall. Deswegen habe ich jetzt für euch nervige Kids und euren Kinderkram keine Zeit. Okay, verstehe. Das ergibt Sinn. Stimmt, ich gebe mal das hin. Was muss ich machen?
Dieses Mädchen ist die Nummer 3 auf meiner Liste Leute, die mir häufig begegnen. Oh, wer sind die Nummer 1? Als ob du das nicht wüsstest, das bist du, Junge. Oh, und wer ist Nummer 2? Maya Fey, aber diesmal ist sie wohl nicht hier. Auf welcher Stufe steht von Karma? Ja, wobei du versuchst, sie zu meiden, also, ne? Ja, könnte gehen. Es muss toll sein, so gut befreundet zu sein, nicht wahr, Hennig? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Liste von Gunshow was anderes bedeutet. Was hältst du von Oldback? Kennen Sie diese Person? Okay, das ist wahrscheinlich... Ja. Der Dialog von wegen unwichtig. Ja, das ist etwas vergesslich. Nein, das stimmt nicht. Jedenfalls nicht ganz. Schön. Ups, nein, na. Ich wollte Powers. So. Was hältst du davon? Muss ich das mal ansehen? Hör mal, Junge. Erstmal möchte ich keine Infos mehr. Na, sollte ich das tun, würde mein Gehalt ordentlich gekürzt werden. Das geht noch. Okay, gehen wir mal zurück zur Rückblick. Ich muss mit irgendeinem, der jetzt hier noch rumsteht, irgendwas reden. Was hältst du davon? Okay. Was hältst du davon? Darf ich mir. Was hältst du davon? Hältst du von irgendwem hier irgendwas? Scheint nicht so. Okay, mir gehen die Ideen aus. vielleicht muss ich mich bei Gumshoe nochmal... Oh, ich könnte mich in dem Raum auch umsehen. Erstmal bei Gumshoe, vielleicht finden wir noch irgendwelchen... Nein! Ach, egal. So, ist hier was Interessantes. Das ist die Bühne für die Show im Anschluss. Nach der Schulter der Pressekonferenz stattfinden sollen, aber jetzt, es scheint so, als würde niemand hören, was der Nickerson mal gestehen wollte. Das ist schön und auch nicht. Es kann ausgehören wohl den Presseleuten. Blub, blub, blub. Sie starren auf die leere Bühne. Sie starren einander an. Stühle für das Publikum. Das ist schön. Schade. Ich glaube, ich bin in einer großen Treppe. Jo, macht mächtig Eindruck. Ich hoffe wirklich, dass hier nicht noch mehr Schlimmes passiert. Wenn du so sagst, Phoenix, wird auf jeden Fall was passieren. Muss ich hier noch irgendwas untersuchen? Keine Ahnung. Kann ich da hinten rein? Drüben sind ein paar riesige Türen. Die Türen ist mal eine Pagen. Ach so, ja. Dieser Bühne nehmen, bla bla bla, soll ich fabelhaft. Fabelhaft? Bla bla, eine Zirkus erinnert schön. Hab gehört, dass es jetzt wieder Vorführungen in Barry's großem Zirkus gibt. Oh cool. Bin mir sicher, dass es allen gut geht. Na ja, schön, der Zirkus macht weiter. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Flur. Irgendwas übersehe ich. Hier wurde ein Stück Papier geklebt, auf dem steht Matt on God's Zimmer. Schon mal gehört. Ach nee, ja, das ist der Nickel-Samurai. Der kann neben so cool sein wie der Steel-Samurai, weil er ja schon Steel im Namen trägt. Ja, dafür sollte man eine Schuld haben. Aber nein. Ich will ein Stück Papier gibt, auf dem steht Juan Corrida. Ja, mit dem schönen Namen des Stars. Schön. Da oben hängen eine Toilette, das ist schön. Für Menschen, die kein Zimmer haben. Perfekt für Leute wie mich, die es sich eh nicht leisten können, hier zu wohnen. Irgendwas fehlt. Jetzt im Blumen auf der anderen Seite des Flurs sind die viel prachtvoller. Mal sehen, Plattenfirmen, Fanclubs, Firmenangestellte, Familie. All diese Blumen mit nach Hause zu nehmen wäre wohl ein bisschen viel.
sehe ich ein. Okay. Irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt mir. Ich war richtig geschockt, was ihr bei dem Fall damals passiert ist. Ich wusste nicht, dass sie solch unglaublichen Kräfte hat. Achso, du redest von dem, auch von der Geisterbeschwörung, ja? Ich dachte, ich sollte auch etwas an mir arbeiten, mein Hobby zu legen. Also habe ich mir einige, Prunkwindesamen. Was? Kenn ich. Sag mir nichts, was für eine Pflanze ist das? Was hältst du von Pearls? Was macht man, wenn man keine Idee mehr hat? Friss Anwaltsmarke! Hä? Wow, dass ich so früh schon festhänge im Fall. Respekt! Das ging schnell. Hab ich dir alles gezeigt? Weiß nicht, hab ich dir das gezeigt? Ja, hab ich. Hä? Ich bin verwirrt. Das ging erstaunlich schnell. Wo ist Lotta? Ja, super. Jetzt darf ich bis zum nächsten Mal erstmal rausfinden, was ich hier jetzt nicht gemacht habe. Habe ich jetzt nicht jedem zumindest alles gezeigt und reden können wir auch nicht mehr. Ja. Ich probiere es nochmal aus. Und dann beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und ich bin hoffentlich schlauer. Bis dahin. Ciao.